So Leute, willkommen zurück zu One Piece Odyssey. Wir sind in der Schlacht um Marineford und Akainu ist hier. Und nachdem Ruffy verhindert hat, dass er Ace tötet mit Hilfe seiner Freunde, dreht der Memoria-Würfel jetzt durch und Nami sagt ganz richtig, da ist wieder dieses Licht. Dann wieder dieses Licht. Denk nicht zu viel nach, konzentrier dich einfach darauf, dir den Weg frei zu kämpfen. Es ist sogar noch heller als beim letzten Mal. Sieht auf jeden Fall so aus. Liegt das an dem Würfel, aber wir haben wohl keine Zeit darüber nachzudenken. Er ist ein mächtiger Gegner. Jetzt stehen die natürlich alle direkt darum. Das gefällt mir nicht. Ja, hau ich erstmal eine Runde einfach nur so zu. SP regenerieren und so. Oh, das war der falsche. Egal. Ruffy, halte durch. Du musst noch ein paar SP regenerieren. Ich hoffe halt am Ende der Runde dann erstmal wieder voll. Zoro konnte das einsetzen, ohne sich rüber zu bewegen? Wie denn das? Naja. Dieses Feld voll, oder was? Dann würde ich lieber ihn mit Robin tauschen, aber gut. Nein, das wollte ich nicht. Scheiße. Okay, der ist ein bisschen ungünstig. Ich glaube, Zoro wird spontan zum Supporter erklärt. Bin ein bisschen ungeduldig, weil ich gerade Hunger habe. Ja, aber im Notfall, wir haben ja noch Heilgegenstände, die wir da eben mal schmeißen können. Dann muss Zoro halt wirklich gerade mal den Support spielen. Ruffy? Jetzt bald meine ganzen Heilskills nicht aktivieren. Und ich kann den Monster Point jetzt auch nicht aufheben. Na gut, dann muss einmal eine Gruppenheilung sein. Außerdem erhöht es ja auch die Verteidigung und den Mumm. Oh, jetzt wird der Kampf unterbrochen. ルフィ、
最後にお前を見られてよかった。ちゃんと助けてもらえなくてごめんな。 にしやがる。飛行撤退だ。ルフィ、すまない、これ以上メモリアにいるのは危険だ。 Ah, sie hat alle berührt, damit die gemeinsam dann rausteleportiert werden können. でよかった。そうだな。リム、ありがとう。助かった。別に大したことはしてないわ。まあでも無事でよかったわね、ルフィ。 Aber ich dachte echt, dass wir erledigt wären. Wenn Robinson uns nicht so fix gepackt hätte, wäre das unser Ende gewesen. Es war ein Risiko, das sich bezahlt gemacht hat. Danke, Robin. So. Speichern kann ich hier sowieso nicht, also können wir auch mit Lim reden. Aber wir kriegen wieder unsere Kräfte zurück. Ah, ich kann jetzt die Pistole und die... Oh, das kann ich jetzt alles doppelt verstärken. Das ist natürlich geil. Da muss ich natürlich gucken, was ich jetzt am ehesten verstärken will. Red Hawk Königshaki, geil. Türschneider kann ich verbessern. Da müssen wir dann nochmal nach links gehen. Oh. Oh. Ja, ich glaube, das können wir mal überspringen und wir gehen das einfach mal so durch. Boah, das sind gute Sachen, die wir hier gekriegt haben. Richtig gute Sachen. Horngewehr 11, Cocktail Palme, Kung Fu Point können wir jetzt machen. Cocktail Diamant, das nächste verschmelzen, Weapons Left, Coup de Vin und Frankie Fireball jetzt auch verstärkt.
Mehr Slots, aber nur für die? Okay.激戦を乗り越え、無事に帰還した麦わらの一味。満身創痍の彼らだったが、もう迷いはなかった。そして、最強の巨像が再び彼らの前に現れる。 Das spoilert ja schon wieder ein bisschen, dass der Feuerkoloss kommt. 集結、麦わらの一味。 Luffy war私のことを友達って言ってくれたの. だから. Ja, ihr seid Freunde. ちゃんと力は戻ってるみたいだな。ええ、なんとか乗り越えられた。 Das ist auf jeden Fall partywürdig. ルフィの周りにはいつも仲間がいるのね。私には仲間なんていないから羨ましく感じるわ。なんだ？アディオは違うのか？え？アディオはお前の仲間だろ？ アディオか。わからないけど、もしそうなら嬉しい。今、少し顔色が悪いみたいね。大丈夫？ええ。ごめんなさい。私は疲れたから休むわ。 ははは、いよいよだぜ、リム。残るは炎の巨像のみだ。奴は一つの場所にとどまらず、侵入者の行動に応じて動き回る。俺たちは今、どうすることもできないが、奴とは間もなく、相まみえるだろう。俺のコテコテの準備も整っている。ははは、ワフルドの嵐を解き払うのも、時間の問題だ。 アディオ、その炎の巨像だけど、戦わずに倒せないかしら。なぜだ？あの巨像たちは学習能力を持っているの。ルフィたちと一度戦った以上、より強くなっているはずだわ。ルフィたちが心配か？ルフィは私のことを友達って言ってくれたの。だから。安心しろ、リム。 俺もルフィたちは大事だ。あんなに気持ちのいい奴らはそうはいないからな。本当？ああ。巨像との戦いで傷つけるつもりもない。勝てないと思えば逃げるだけさ。ええ。友達。 Er hat's wohl nicht mehr so mit Freundschaft. Ihm scheint da mal jemand abhanden gekommen zu sein. Bin am Verhungern. Mach mal Frühstück, Sanji. Sanji ist gar nicht da. Sanji ist zusammen mit Frankie zu Adios Hütte gegangen. Übrigens, da war ein kleiner Fehler drin in den Untertiteln, den ich euch mitteilen möchte, bevor irgendjemand da sich verwirrt ist. Weil es kam oftmals das Wort Nakama vor im Text. Und es wurde mit Teil der Crew und ich habe gar keine Crew und sowas übersetzt. Das ist eine bisschen komische Übersetzung, weil eigentlich hat sie nicht gesagt, ich habe keine Crew, sondern keine Nakama. Und Nakama sind quasi Verbündete.
auch. Verbündete, befreundete Kameraden, könnte man sagen, wäre das passende deutsche Wort. Und deswegen, sie hat sich nicht darüber beschwert, dass sie keine Crew hat, sondern dass sie eigentlich keine Kameraden hat. Dann hole ich ihn. Adios Hütte, ja? Was ist los, Frankie? Ich war auf der Suche nach Zutaten für Cola und dabei habe ich das hier gefunden. Was ist das für ein komischer Pilz? Sieht gar nicht lecker aus. Ah, er ist zwar nicht giftig, aber auch nicht lecker. Wo ist Sanji eigentlich hin? Er wollte mir was zu essen machen. Er ist abgehauen, als er den Pilz sah. Er wollte wissen, wo sie wachsen, also ist er wahrscheinlich zur Seeuferhöhle gegangen. Wieso das? Na los, wir sollten auch hingehen. Sanji hat die Gruppe verlassen. Begib dich zur Seeuferhöhle. Nein, mach ich nicht. Ich möchte jetzt aber erstmal an die Steinchen hier gehen. Draußen ist gerade ein Gewitter aufgezogen. So, Riesenpistole. Erhöht die Kraft auf 4,5. Ja, okay, 4,5 hätten wir da. Wenn ich jetzt Jet Bazooka verstärke, sind wir 4,7, 5,6. Das ist halt deutlich mächtiger. Hier habe ich nichts zum Verstärken. Jet Gatling kann ich verstärken, komme ich auf 4,2. Wenn ich das verstärke, komme ich auf 4,7. Dann nehme ich die Jet Whip. Also ich habe das Gefühl, es ist deutlich lukrativer, irgendwas auf Maximum zu verstärken. Dementsprechend nehme ich hier auch die Sachen aus der Bullet raus. Und verstärkt damit den Storm. Und die normale... Ja, die normale Bazooka kann ich eigentlich rausmachen. Da verstärke ich dann eher die Jet-Pistole noch. Weil wir haben die SP dafür. Dann kann ich nämlich einen einzelnen Fernangriff noch mit maximalem Schaden machen. So, bei Zorro kommt es jetzt drauf an. Wir haben den Kaliber Phönix, der macht 5600 Rohdamage. Das ist viel. Ein Einzelangriff mit 5800 ist auch viel. Wenn ich Rashomon, wenn ich Ichibukin verbessere, komme ich auf 4,6 Einzelangriff. Rashomon kriege ich auf... Boah. Also der ist halt schon übel, ne? Für einen Einzelangriff. Da kann das hier nicht mithalten. Den Sinnesphönix 5,8. Ja, ist deutlich stärker. Also die verstärkten Angriffe sind einfach so viel stärker. Sansen Sekai würde ich nochmal erhöhen, weil der halt nicht so viel kostet. Obwohl 80 ist auch nicht gerade günstig, ne? Wenn ich eigentlich auch extreme... Naja, die kosten mehr. Was, wenn ich da zum... Ja, 4,9 ist nix. Nehme ich eher das Sunset Sakai. Sind 5,5. Ist stärker als die Tigerfalle. Okay, und kostet weniger. Und dann mache ich noch den Türschlitzer verbessert. Dann ist der nämlich auch gut. So, hier kann ich nichts verbessern. Hier habe ich ganz viele neue Angriffe. Ja, das Metier wird halt viel stärker. Heilung kann ich eh nicht verbessern. Und für den Rest habe ich eh nichts mehr. Als Einzelangriff könnte ich das Roseo wegmachen und könnte das Cross verbessern. Dann ist das auch nochmal eine Ecke stärker. Bei Robin muss ich die Verschmelzung verbessern, da bleibt mir nichts anderes übrig. Dann würde ich tatsächlich das Flip rausmachen und das Delphinium, was ja auf mehrere geht, maximieren. Es lohnt sich einfach mehr.
Bei Nami mache ich aus Cyclone Tempo alles raus. Mach Thunderlands Tempo hoch. Und mach aus Happiness Punch alles raus. Und hau alles auf Thunderbolt. Weil die AOE-Angriffe, die benutze ich bei Nami. So, Lysop. Phönixstern auf jeden Fall. Grüner Stern, Totenkopfbraut. Nicht so stark wie der Phönixstern. Und den Sonnenblumenstern hätte ich gern noch stark. Hätte ich sogar noch drei. Ja, komm mal, ich baller schon. Ich benutze die Dinger zwar nie, aber kann man machen. Ihn habe ich halt nichts und damit sind wir durch, weil ich bei Sanji gerade nicht drankomme. Okay. Ich muss aber euch leider sagen, dass der Part heute ein bisschen kürzer ist, weil der letzte war ja dafür sehr lang. Und ich habe sehr viel Hunger. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich schon vor einer halben Stunde mehr Essen machen kann. Dementsprechend lasst ihr mir jetzt ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit One Piece Odyssey. Bis dann, euer Wolf.